Schneeschamane. Ob Pascal gerade einfach zerfetzt wird. Ha, am Arsch, bin immun gegen Blenden. Ekelhaft schmeckt der Kaffee mit Sojamilch. Übrigens, die Kampfmusik erinnert mich immer an Doctor Who irgendwie. Wie wär's denn mal mit einem richtig schönen Explosionsfall? Ich glaube, das macht allen Spaß. Die hängen hier alle in der Ecke so fest. Heil ihn. Der schwächelt da nämlich schon. Und der untote Schwertkämpfer wehrt ja erstmal ein bisschen ab. Beziehungsweise ist das wahre Opfer. Nur noch 60.000 EP bis zur nächsten Stufe. Gut, der Schneeschamane ist schon mal betäubt. Und dann können wir versuchen... Keiner von euch nass? Na gut, blenden wir noch den Schamanen mit. Du willst mich wohl verarschen. Must focus. I feel better already. I've always been a cut above the rest. Schwächung fehlgeschlagen. Dann sauge ich wenigstens ein bisschen Energie von dir ab, bevor du mich die nächste Runde zerfleischst. Thank you.
Hätte lieber einen Spezialfall nehmen sollen. Ach, Madore, endlich mal ganz geschwind. Das sind zwei Alpha-Wölfe. Shit. Niedergeschlagen, fehlgeschlagen. Bless the seven, I have restored. Ich hab dich gern abgekühlt. Oder Bombe. Ich weiß nicht. Ja, die Chat-Leute sind alle tot. Retten wir das Team, retten wir uns. As good as a new penny. Time to even the odds. Fehlgeschlagen, die Resistenzen zu verringern. Aber du musst sagen halt, lieber Chat, jeder schreibt einfach mal, hey ho, let's go. Wird es Freitag Ghost of Tsushima bei dir geben? Ja. Köchin Sabrina fährt übrigens einen Tag vorher in Urlaub, beziehungsweise fährt Freitag in Urlaub. Weil die zwei Wochen weg ist dann. Wer ist Sabrina? Oh mein Gott, Shogi, du bist ja nie hier. Köchin Sabrina ist mein Meisterkoch. Meine Meisterköchin. Die hat auf der Switch auch sich ein eigenes Profil gemacht und hat Sabrina genannt. Dabei heißt sie nur Sabrina, um ihre wahre Identität zu schützen. Shogi, ist dir nicht aufgefallen, dass ich manchmal nicht alleine bin?
und mit jemandem im Backseat-Gaming-Modus rede im Hintergrund. Ich bin nicht bekloppt geworden und fange an, mit mir selbst zu reden. Ja, doch, auch ein bisschen. Aber nicht immer. Ja, okay. In den letzten zwei Wochen hat es keine Zeit gehabt, zuzuschauen. Ja, dann. Das tut mir leid. Aber ich kann keine tieferen Erklärungen machen. So, heil ihn. Er blutet leider ein bisschen. Danke. Jedenfalls geht es in zwei Wochen in die... Also irgendwo da unten Südosten. Haus gemietet und... Bisschen Urlaub. Lässt mich ganz alleine hier. Und ich muss auf den Geburtstag meiner Mutter alleine. Unverschämtheit. Ja, warum hat die mich nicht mit eingeplant? Nein, nicht Bayern. Ein anderes Land im Südosten. Obwohl, ja, Bayern ist auch ein anderes Land im Südosten. Und die fahren mit dem Auto. Mal sehen, ob die irgendwo nie wieder zurückkommen. Weil die dann in der Quarantäne irgendwo sitzen. Für die nächsten zwei Jahre. So, der brennt jetzt und ist vergiftet. Das sollte ja wohl gegen die Heilung gut gegenwirken. Ja, Madoro, wenn du dran bist, heilst du dich selbst. Einige Länder Richtung Südosten. Keine Ahnung. Ukraine oder sowas meine ich. Tschechische Republik. Keine Ahnung. Gibt's die überhaupt noch? Dann habe ich gesagt, irgendwo im Südosten, weil ich... keine Ahnung habe. Nein, Griechenland ist es nicht. Ein Land mit richtiger Demokratie hatte ich mir gemerkt. Fängt schon gut an, wenn ihr so zuhörst. Nee. Hallo, ich kann nicht mal sagen, wo meine Eltern im Urlaub waren. Und die haben mir davon schon erzählt, als sie zurückkamen. Irgendwas mit L. Ludenheim, Lüdenburg. Lüdenburg, nicht Lüdenburg-Heide. Irgendwas mit dem Baukran. Und im Hafen. Und der Altstadt und der Universität. Ich weiß, es war definitiv nicht Lüneburger Heide, sondern es war, glaube ich, Lüneburg an sich. Hast du einen Heiltrank bei dir? Nö. Die bunker ich ja alle mal im Hauptcharakter.
Weiß ich auch nicht, warum du nicht getroffen hast. Auf jeden Fall war es richtig scheiße. Na komm, jetzt muss ich nicht auf den letzten Meter noch jemand sterben lassen. Left in this land at this rate. More's the pity. Keine Sorge, sie werden Jahrzehnte später wiederkommen. Ey, Shogi, ich wahre von den Frauen in meinem Leben die Privatsphäre. I am restored. Another piece of trash. Ich will ja keine Fulls und Wohnorte haben, aber andere Informationen. Nein, sie möchte gerne, möchte nicht, dass ich, zu viel Informationen preisgebe. Und ich habe gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Wir machen den Stefan Raab-Move. Man kann aber in einem Video ihren Arm sehen. Kann ich zu König Boreras einfach reingehen? Oh. Ein Kampf direkt der nächste Kampf. Curse is constant snow. There must be some kind of way out of here. If there is, I'm right behind you. But for now, all we can do is wait and kill every elemental that comes close. Hey, who are you? What are you doing here? You must be mad to venture out in this storm, unless you have a very good reason indeed. Ich auch. Ich suche nach den guten und aufrichtigen Makellosen. Gott sei Dank. Oh, you're a friend of the Immaculates. Then you're most welcome indeed. Come, it's better by the fire than out in the blizzard. Netter Ort, meint ihr nicht? I wouldn't, in fact. Heibeheim it is called, or at least that is the name given to it by its ruler, King Boreas. I tell you, I've seen enough snow to last me a lifetime. Übrigens ist der Name Alexa ja totaler Unsinn. Den zu geben. Jetzt stell mir vor, ich hätte ja eine Alexa hier und dann würde die ganze Zeit die Alexa anspringen. My hands are numb. My feet are numb. My lips are blue. And I'll spare you further details about the rest of my anatomy. Were that a stronger sun could break Boreas's wintry spell. Oh, das hätten wir sogar machen können mit dem Brunnen. Könnt ihr vielleicht sagen, was ihr hier tut? We Immaculates were sent to this realm to slaughter a host of imps. I'll be deviled if I know why, but those were our orders. Some of the little scamps managed to escape, though, so we're hunting them down despite the storm. The wind is a killer, though. Moving away from the fire likely means death. Perhaps we should just wait out the storm and collect the frozen imp corpses afterwards. Wie wäre es mit Vorräten? Ich würde gerne handeln wollen. Shopkeeper? No, I won't trade. Ich habe so viel Gold, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Warum lasst ihr mich nicht mal schauen? Ach, alles muss man hier argumentieren. Ich tippe auf Stein. Verdammt.
Ich schlachte sie eh noch ab. You have so much gold. I'll just take it from your corpse. Oh, warum seid ihr denn so aggressiv immer? Oh, die dämliche Ratte ist aufgewacht. One mark is not enough. Glacier shard. Cushion frost eatings on their way. Shit, ich glaube, jetzt habe ich aus Versehen meinen Schurken weiter geklickt. Wenn du meinst, Leute von uns einzufrieren, frieren wir Leute von dir ein. Da hinten ist, glaube ich, die ganze Zeit ein Imp am Rumschreien. Da wollte ich nur zum Teleporter kommen. Demonic Minion. Ein Stück zu weit nach vorne gesetzt. Wollte ein Stück zu nah an der Wolke vorbei. Nico, du bist unsere letzte Hoffnung. Ah, nee. Jetzt habe ich das aus Versehen an Lisa gegeben. Und du bist so kacke, dein Giftfläschchen ist daneben gegangen. If this battle be my last, no, I went out fighting in your name. Das schleudert die echt gerne einfach beiseite. Also in die falsche Ecke. Keine Ahnung, wie Madora jetzt Feuer gefangen hat. Steht einen halben Kilometer entfernt.
Dodge this if you can! Nein! Ah! Weißt du, du klickst eigentlich schon drauf. Toll, ey, was du hier für einen Schuss verzaubert hast, ey. Okay, das Ziel ist unsichtbar, das Ziel ist noch vergiftet. Kann nicht gesehen werden. Damit triffst du alle. Damit ist Beth tot. Damit ist der tot. Ach, Madora. Du aller Killer. Wenigstens machst du Schaden. Bei meinem Schurken habe ich im Moment das Gefühl, dass er gar nichts mehr macht, schadenstechnisch. Ganz weit abseits von dem, was er vielleicht leisten könnte. Aber ich komme auch nicht hinten an die Gegner ran. Das waren alle. Ein Imperator-Zitteranfall. Mm-hmm.